Lang ist es her, seitdem die erste Challenge niemals passiert ist. Aber nun ist es Zeit für eine neue Challenge. Für eine neue Herausforderung. Für eine neue Macht. Wir machen uns bereit für die Zeit von Pokémon Feuerrot. Nuzlocke Challenge. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten Internetung. Ich bin's wieder, euer Domi. Ich habe heute neue Kopfhörer. Also wenn ich irgendwie komisch klinge, wundert euch nicht. Davon abgesehen, ich bin heute die Pokémon Feuerrot Nuzlocke Challenge. Ich weiß, jeder hat die schon mal gemacht. Mir scheißegal. Ich mach's jetzt trotzdem. Einfach, wenn mir gerade danach ist. Wenn jemanden dafür verantwortlich machen wollt, sagt Bro Jarek Bescheid, dass er ein Arsch ist. Ah, mein alter Spielstand. Ich werde dich vermissen. Bye-bye. Ja. Oh, komm schon. Don't tell me. Oh, God. I know how to play. Get over it. Naja, dabei kann ich mal die Regeln erklären. Erstens, typische Pokémon-Regeln. Das lese ich nicht vor. Ich erkläre so lange. Erstens, die typischen Pokémon-Regeln. Wenn ein Pokémon ohnmächtig wird, ist es tot. Muss auf die Box, nicht auf die Box gelegt werden, sondern freigelassen werden. Keine Ausnahmen. Keine. Des Weiteren darf bloß das erste Pokémon der jeweiligen Route gefangen werden. Das erste, auf das man trifft. Ja, ich denke, ich bin ein Junge. Das würde mich nicht wundern, wenn es richtig wäre. ja. Domi, danke. Oh Gott, wie nenne ich dich denn? Das ist schön. Dein Name lautet... Chip. Dein Name lautet Chip. Willkommen im Team. Du bist kein Pokémon. Egal. Willkommen daheim, Chip. Sehr gut. Chip. Falls jemand noch nicht bemerkt hat, mein Prinzip bei Namen geben, wenn ich unbedingt Namen geben muss, ich mache so lange Geräusche, bis ich etwas finde, was halbwegs seinen Namen klingt. Davon abgesehen, zurück zu den Regeln. Erstens, wenn ein Pokémon faintet, also ohnmächtig wird, gilt er als tot. Zweitens, wenn ein Pokémon stirbt, also tot ist, muss es freigelassen werden. Keine Ausnahmen, bedauerlicherweise. Selbst mein geliebter Starter fällt unter dieses Prinzip. Musste man in diesem Spiel erst versuchen abzuhauen, oder? Ja. Ich gehe übrigens davon aus, dass ihr alle die Story kennt. Ansonsten lest ihr euch selbst durch. Drittens. Man darf lediglich das erste Pokémon, das man auf der jeweiligen Route findet, fangen. Keine anderen. Okay, wobei ich sagen muss, hierbei habe ich eine Subclause. Bedeutet, wenn das erste Pokémon, das ich sehe, ein Pokémon ist, das ich bereits besitze oder bereits besessen habe, dann fange ich das nächste Pokémon, das ich begegne, damit mein Team nicht aus 6 Rattatats besteht. Ratzfratz, ich muss mir aufhören, die englischen Namen zu verwenden. Ja. Jedenfalls, das ist die Hauptsache, die ihr wissen müsst. Davon abgesehen, habe ich noch ein paar Erweiterungen. Ich darf keine Items kaufen. Keine einzigsten. Es sei natürlich, sie sind notwendig. Und mein Starter-Pokémon wird mit einem Würfel gewählt. Es funktioniert ganz einfach. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also... Das ist 1 und 4, das ist 2 und 5, das ist 3 und 6. Ich weiß nicht mehr, was in welchen drin ist, der Würfel wird entscheiden. Das ist eine 3, wie ihr seht. Also, Plumanda. Wow. Well, that was more luck than anything. Wow. Ich habe eigentlich gedacht, ich würde am Ende mit Bisasam oder Squirtle abgehen, aber... Okay, Plumanda. Yay, mein Lieblings-Pokémon. Ja, möchte ich. Du heißt... Broudon. Genau, Broudon. Willkommen im Team. Ein männliches Commander. Broudon. Oh yeah. Ah, okay. Viel Spaß mit deinem Shiggy. Chip. Ich darf keine einzigen Items kaufen. Was ich allerdings... wobei, ich darf keinerlei Heil-Items kaufen. Nein, ich darf keine Items kaufen. Scheiß drauf, ich habe gerade an Steine gedacht zur Evolution, aber nein, auch nicht. Ich darf keine Items kaufen, ich darf nur verwenden, was ich finde. Und ich darf in Kämpfen heilen.
Aber ehrlich gesagt werde ich es wahrscheinlich vergessen. Davon abgesehen darf ich bloß während... ich darf einfach nicht sterben. Browdon! Oh Gott, ich halt's Maul. Ich weiß, wie man kämpft. Eich! Ich weiß, wie es funktioniert. Please! Please! Okay. Ja, okay. Ich weiß nicht mehr, was Heuler gemacht hatte. Hatte Heuler den Angriff gesenkt oder die Verteidigung? Guten Schlag bei Verteidigung senken, also müsste Heuler der Angriff sein. Sehr gut. Ich bin fast schon im Spiel drinne. Yep, meine Verteidigung ist gerade eben gesunken. Okay. Meine ultimative Angst während Nuzlocke sind, den ersten Kampf zu verlieren. Okay, ich sollte gewinnen. Browdon! Oh, gut gemacht, Kleiner. Ach ja, ich darf grinden, wie auch immer ich möchte. Aber so wie ich mich kenne, werde ich das nicht allzu viel tun. KP, Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung, Initiative. Okay, dein Angriff scheint dein stärkstes zu sein. Und deine Initiative? Deine Spezialverteidigung scheint gesenkt zu sein. Na gut. Lass mich zurück. Ich bin aus Versehen auf den R-Knopf gekommen. Super. Yay, ganze 80 Poké-Dollar. Die werde ich niemals verwenden dürfen. Ich weiß, wie das Spiel funktioniert, Eich. Wir haben es auch als Kinder damals verstanden. Please stop. Okay, auf geht's. Einzigste Ausnahme übrigens, gegenüber der Regel, dass ich gesagt habe, ich darf nur das erste Pokémon auf eine Route finden, fangen, ist die jetzt kommende Route, weil man zuerst kein Pokébälle hat. Sobald ich Pokébälle habe, setzt diese Regel ein. Hallo Domi, ich höre, dass du gegen Chip gekämpft hast. Das hätte ich gerne gesehen. Bla bla bla. Hattest du mir nicht eine Karte gegeben? Wahrscheinlich erst, nachdem ich die Pokébälle abgeliefert habe. Okay. Let's go. Mein Pokémon ist geheilt, oder? Ich werde nie im Leben so vorsichtig sein wieder. Yay! Ich bin so stolz auf dich! Shut up! Ach ja, noch eine Regel, die ich vergessen habe. Sobald ich eine Route betrete, muss ich sie erst finishen, bevor ich wieder ins Pokémon Center renne. It will kill me! Die Regeln sind spezifisch darauf ausgelegt, mich zu töten. Und es tut mir unglaublich leid für jeden, der Pokémon liebt, denn sie werden nicht überleben. I'm sorry. Ein Volltreffer. Hättest du nicht am Anfang des Kampfes haben können? Browdon! Guter Junge. Ich mag den Namen, muss ich gerade feststellen. Wenn ich mich da mal selbst loben dürfte. Im Pokémon-Supermarkt. Ja, gib mir den Trank, bitte. Ja, gib mir den Trank. Ich habe einen Trank. Sehr gut. Was natürlich ganz praktisch wäre, wäre ein Pokémon mit Mitnahme. Aber das ist eher eine Erscheinung der dritten Generation mit Zickzacks. Du hattest nichts Wichtiges zu sagen, wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Ach ja, by the way, ich werde Trainingssessions, wenn ich welche habe, als nicht gelistete Videos hochladen. Aber da ist kein Commentary drüber, das ist abgespeedet, dass ihr es schneller durchsehen könnt. Nur damit ihr wisst, dass ich nicht cheate und einfach sage, och, der ist während des Trainings gestorben, scheiß drauf, ich belebe ihn wieder. Ja, so much dazu. Ja, Browdon ist Level 7. Browdon. Browdon klingt ernsthaft wie ein Pokémon. Ja, wie Crowdon, natürlich. Es ist... Oh Gott, fuck. Oh, habe ich mir das gut eingerichtet. Mein Klumanda heißt Browdon wie Crowdon. Okay. Es wird mir jetzt klar. Crowdon ist ja ein Pokémon. Ah, Gott, gut. Ah, sehr schön. Na dann, wir heilen deine Pokémon. Dankeschön. Es ist nur ein Pokémon. Gib es mir wieder. Das ist mein geliebtes Browdon. Ah, sehr schön. Ach ja, was ich nicht mehr erwähnt habe,
jedes Pokémon, das ich auf dieser Generation hier tatsächlich durch die Nuzlocke durchkriege, was ich bezweifle, dass es irgendjemand sein wird. Gib mir das Paket! Oh yeah! So, jetzt bringen wir aber schnell die Pokebälle runter. Ich habe keine Lust hier drauf. Gib mir meine Pokémon und... Ich habe eine Fruchtfliegenattacke in mein Zimmer. Okay. What the fuck? Da nimmt man einmal jedes Büschel Gras mit, weil man trainieren möchte und kein Pokémon kommt. Wollt ihr mich verarschen? Seriously? Egal. Hey, Professor Eich, ich hab dein scheiß Paket hier. Wie geht's dem Pokémon? Ach, denen geht es super, ja. Haben wir's? Das Eich-Paket! Oh yeah. Spezial-Pokéball. Welchen Spezial-Pokéball eigentlich? Ist ein ganz normaler Pokéball drin, oder? Na, egal. Chip Chip, willkommen zurück! Ach ja, Professor Eich, werd bitte fertig. Ich brauch Pokémon. I wanna skip all of this shit! Ja. Bliss. Werd fertig. Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, wie das Spiel funktioniert, Professor Eich. Ich muss gleich mal in die Optionen gucken und einiges umstellen. Eigentlich zwei Sachen, aber hey. Ich weiß, dass du zu alt bist, Professor Eich. Shut up. Lass mich das alles erledigen. Alles klar, Opa, überlass es mir. Ich brauch deine Hilfe nicht. Sehr schön. Ja, bye, bye. So, Optionen. Erstens, Kampfstil. Hallo? Okay. Erstens, der Kampfstil ist nicht wechseln, sondern Folge. Das heißt, wenn die Gegner das nächste Pokémon reinschicken, darf ich nicht erst wechseln. Animation 1 und Texttempo 3, bitte. Knopfbelegung, okay, whatever. Rahmen, es gibt einen Rahmen. Oh, ach so, na schön, dann nehme ich den hier, der sieht hübsch aus. Oder der hier, der ist hübscher, okay. Das war unnötig. Ich wusste nicht mal, dass man einen Rahmen einstellen kann. Davon abgesehen, auf geht es. Und welches unseres erstes Pokémon ist, wir werden es gleich erfahren. Oh. Bis zum nächsten Mal. Oh, meine Güte. Manchmal tut sie mir echt leid. Vor allem für all die Tode, die ich dir verursache. Und manche davon sehen richtig heftig aus. Habt ihr die gerade eben gesehen? Erstochen, zersägt und danach aufgespießt. What the fuck is falsch? Oh Gott.